1 Live. Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 220 50 50. So Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Freitagnacht, wie immer eine freie Themennacht. Wenn ihr euch also gerne mit mir unterhalten wollt, dann müsst ihr telefonieren oder faxen oder E-Mail. Die Telefonnummer nochmal 0800 220 5050 und die E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Die erste Anruferin ist 15 Jahre alt und sie heißt Tanja. Hallo Tanja. Hallo. Hi. Schön, dass du da bist. Um was geht's bei dir? Ja, also ich wollte vor 4 Wochen ungefähr mit meinem Freund Sex haben, aber es hat nicht funktioniert. War es der erste Versuch? Ja. Ja. Aha. Wie lange bist du mit deinem Freund schon zusammen? 11 Monate. 11 Monate. Und ihr habt euch bisher Zeit gelassen und wolltet das langsam angehen und dann vor 4 Wochen zum ersten Mal machen? Genau. Ja. Was hat da nicht geklappt? Ja, also sein Penis wollte nicht in meine Vagina reinkommen. Aha. Habt ihr es denn ausführlich und intensiv probiert und versucht? Ja. Und war nichts zu machen? Genau. Gar nichts zu machen. Wie hast du dich denn gefühlt dabei? Warst du doch eher ein bisschen aufgeregt und verkrampft und eher nervös? Naja, also eher ja, vielleicht ein bisschen nervös da, aber sonst eigentlich nicht verkrampft. Ja. Und wie ist das Ganze dann, habt ihr es dann abgebrochen oder wie ging es dann weiter? Also wir haben es dann nochmal weiter versucht, an dem gleichen Abend, 2-3 Mal weiter oder 4 Mal. Ja. Und dann hat es halt immer noch nicht geklappt und haben wir dann beide gesagt, dann lassen wir es und so. Und dann habt ihr das mal, der zweite, dritte, vierte Versuch, hat es dann so ein bisschen geklappt oder auch überhaupt nicht? Überhaupt nicht. Wie erklärst du dir das? Keine Ahnung, wie es passiert sein konnte. Vielleicht war er vielleicht zu aufgeregt. Ja. Ja, oder vielleicht du auch. Kann ja auch sein. Ja. Ich finde, dass das beim ersten Mal, Tanja, können alle möglichen Sachen passieren. Ist uns allen so gegangen. Die ersten Male sind nie so die absoluten Reißer. Da muss man sich erstmal dran gewöhnen, man muss die Technik lernen, man muss mit dem anderen Menschen umgehen. Das ist ja eine ganz ungewohnte Situation, in der man sich da befindet, die man sich da hineinbegibt. Ihr seid 11 Monate zusammen. Das ist ja schon für euer, wie alt ist dein Freund? 18. Hat der denn schon Erfahrungen? Nein. Auch noch keine. So, das ist für euch, finde ich, eine sehr lange Zeit, wenn man 11 Monate zusammen ist und in dem Alter. Finde ich schon mal gut. Das heißt, ihr habt euch einander gewöhnt, ihr habt ein Vertrauensverhältnis und habt jetzt den ersten Schritt getan. Der erste Schritt ist nicht so gut gelungen. Genau. Das heißt aber nicht, dass jetzt der nächste Schritt nicht unternommen werden sollte. Und ich glaube ganz sicher, dass beim nächsten, wenn nicht beim übernächsten Mal, es dann klappt. Eigentlich kann man eigentlich nur raten, macht es weiter, versucht es weiter, vertraut euch gegeneinander, zueinander und vor allen Dingen lasst euch gegenseitig nicht unter Druck setzen. Lass du dich auch nicht unter Druck setzen. Mache ich. Wie war denn das jetzt danach, nach dem missglückten Versuch? Wie war die Stimmung bei euch? Ja, wir waren beide ziemlich deprimiert, aber wir haben es gelassen genommen irgendwo, aber wir haben es uns gegenseitig nicht so gezeigt. Ja. Habt ihr denn Petting-Erfahrung? Ja. Das schon. Ja, das ist doch wunderbar. Das heißt also, ihr könnt schon mit dem Körper des anderen etwas umgehen. Ihr kennt euch aus. Ist das so? Ja. Ja. Und das ist auch so bei ihm, dass er es eher auch dich an den richtigen Stellen streicheln kann und zärtlich mit dir sein kann, so dass du das auch schön findest. Ja. Ja. So, finde ich eine optimale Voraussetzung. So müsst ihr es weitermachen. Und dann wird es auch funktionieren, bin ich ganz sicher. Okay. Tanja. Mit der Gelassenheit, das ist schon immer eine ganz gute Sache. Bloß nicht in Panik verfallen, nach dem Motto, es klappt nicht, es geht nicht, ich kann es nicht, ich bin zu verkrampft oder ich bin zu blöd dafür, ist alles Quatsch. In den nächsten Monaten garantiere ich euch, wird es funktionieren und dann wird es euch auch gefallen. Gut. Ja? Schönen Gruß an deinen Freund. Mach ich. Tschüss. Tschüss. Das war die Tanja, 15 Jahre alt. Jetzt
gehen wir altersmäßig so ein bisschen nach oben, aber nur ein bisschen. Karin ist hier, 34 Jahre alt. Hallo. Hallo Karin. Ja, ein bisschen älter. Ich musste gerade schon lachen. Eigentlich ist mir ja nichts zum Lachen, aber doch musste ich gerade lachen, weil sie gesagt hat, sie hat 2, 3 Versuche gestartet. Ja. Ist ja irgendwie niedlich, ne? Ja, aber naja. Wenn man sich zurückerinnert, wir haben alle unsere Probleme gehabt, ne? In den Anfängen. Also, da fiel mir gerade ein, dass ich das mal mit Baden versucht habe, so richtig entspannt den Abend angehen lassen habe. Ja. Sollte sie vielleicht auch mal... Ja, ein guter Tipp mit dem Baden, ja, genau. Ja. Ja. Also Domian, wir hatten schon mal vor 3 Monaten telefoniert. Mhm. Da hat die, ich glaube, Elke heißt sie, die Psychologin von euch, oder? Ja, haben wir. Mhm. Ja. Die hat mich dann zurückgerufen. Also es ging damals darum, ich weiß nicht, du kannst dich bestimmt daran erinnern, ich bin die Karin aus Celle mit der Gangbang-Party, die viermal eine Woche in Swingerclub gegangen ist. Ja, ich erinnere mich sehr gut. Ja? Ja, ja, natürlich, na klar, ja, ja. Ja, aber ich habe ja aus lauter Frust bin ich da reingelandet in die Gangbang-Party. Ja, das war so, dass du von deinem Freund und damals verlassen worden bist. Genau, und er ist noch verheiratet, hat mich verlassen nach 4 Jahren, hat mir halt gesagt, ach, du bist meine Traumfrau. Genau. Naja, wie Männer halt manchmal Frauen halten wollen, so denke ich gerade. Sorry. Ja. So soll ich aber nicht betreffen. Also es geht darum, das habe ich dir erzählt und ich bin da heute noch nicht drüber weg, dass er mich verlassen hat und seine Ehefrau und mit der anderen da zusammen ist. Mhm. Mhm. Dazu muss ich sagen, wir hatten ja damals überhaupt absolut keinen Kontakt und gar nichts. Ja. Wenn du das noch weißt. Ja. Ja, und mittlerweile haben wir wieder Kontakt. Er hat halt nur gesagt, ich liebe dich nicht mehr und lass uns einfach gut Freunde bleiben. Mhm. Und das heißt für mich, ich bin einfach froh, wenn ich am Tag 2, 3 SMS von ihm kriege und wir telefonieren einmal eine Woche. Da fühle ich mich einfach schon glücklich dabei. Ja. Gut, darum geht es ja jetzt eigentlich gar nicht. Also es ging darum, ich habe ja damals die Gangbang-Partys einfach so über mich ergehen lassen. Ja, das war ja eigentlich, das müssen wir vielleicht nochmal erzählen für die Leute, die sich da nicht dran erinnern und damals nicht dabei waren. Das war ja schon eine krasse Geschichte, ne? Dass du so oft, sag's nochmal, wie oft, einmal in der Woche, ne? Das war 4-mal in der Woche. Viermal in der Woche, genau. Ja, genau. 4-mal in der Woche, jeweils, also Dienstag, Mittwoch, Freitag, Samstag, 12 bis 15. Ja, wie soll ich jetzt sagen, du guckst, wie waren Männer über mich ergehen. Genau, dass du dann, du bist in so Clubs gegangen, in Swingerclubs. Ja, genau. Und da waren, wir müssen es auch noch erklären, das wissen ja viele Leute, was Gangbang ist. Gangbang heißt, da ist eine Frau und die lässt sich von weiß ich, in deinem Fall jetzt 12, 15 Männern einfach gleichzeitig und hintereinander, ja, ne? Genau. Die rutschen alle über dich hinweg, ne? Genau, so hast du das damals auch gesagt. Ja, genau. So ist es ja auch. Ja, es war wirklich so. Da habe ich auch gesagt, das ist einfach nur Frustpoppen. Genau. Weil ich gesagt habe, ihr Männer wisst manchmal gar nicht, was ihr Frauen einfach so antut. Ja, und das Interessante bei dir war ja, ich habe ja auch schon mit Frauen gesprochen, die das machen und die das genießen und toll finden. Und dagegen ist das der Unterschied zwischen den Frauen. Genau, und da ist ja auch gar nichts gegen einzuwenden. Aber bei dir war es ja so, dass du das im Prinzip ekelhaft fandest. Ich fand das einfach absolut. Und nach Hause gegangen bist und hast geduscht, wie Jack. Ja, genau, genau das bin ich. Ja. Ja, ich bin abends nach Hause gekommen, habe geduscht und habe gesagt, Mensch Karin, was hast du wieder gemacht? So, wie ist der Stand der Dinge denn nun? Also ich bin von der Elke, genauso wie von dir, super gut beraten worden, weil, wie gesagt, ich habe dir ja damals gesagt, ich kann mit niemandem darüber reden, von meiner Familie, Verwandtschaft, dass ich so in solche Clubs gehe. Ich musste es auch verheimlichen, weil er mein Freund verheiratet war. Ja. Ich durfte also 4 Jahre nicht sagen, dass ich irgendwie eine Beziehung habe. Die haben schon alle gedacht, Mensch, was bist du denn für eine? Kein Freund und gar nichts. Ja. Machst nicht irgendwie mit andere Partys, redest keine anderen Männer an und so. Mhm. Und dann kam halt auch immer die Frage, warum bist du so, Karin? Was soll das? Ja. Ich sage, nee, ich habe keine Lust auf andere Männer, weil ich halt diese Beziehung hatte. Wie ist aber der Stand der Dinge jetzt in Sachen Gangbang? Also es ist, also der Stand ist jetzt so, ich mache keine Gangbang mehr. Gar keine mehr? Nee. Keine Gangbang mehr. Schlagartig aufgehört damit? Nein, natürlich nicht. Also ich habe von der Elke diese Beratungsstellungsnummer bekommen, da aus Köln ist, glaube ich. Da habe ich angerufen, man hat mich weiterverwiesen nach Celle. Ja. Und von Celle muss ich dann aus einmal in der Woche nach Hannover fahren zu so einem Psychologen. Ah. Und dem habe ich dann genau das gleiche erzählt, wie du das weißt. Was dass mir das ja gut gefällt, dass du nochmal durchgekommen bist. Denn, das hat mich selber gewundert. Ja, nein. Vor allen Dingen, dass du durchgekommen bist und das auch jetzt mal so erzählen kannst. Weil mich immer wieder Leute fragen, wie ist denn das eigentlich dann hinterher? Wie werden die Leute betreut oder was passiert mit denen? Und jetzt hast du das richtig erzählt. Das war eine richtige Verkettung von Dingen. Ja. Es hat hier angefangen und endete dann bei einer Beratung bei einem Psychologen in Hannover. Mhm. Und das wiederum hatte zur Folge, dass du diese obsessive Sexualität hast jetzt sein gelassen.
ja, ich habe es durch dessen sein gelassen. Also ich war erstmal viermal beim Gespräch, also einen Monat lang viermal, also jede Woche einmal bei dem Gespräch, bei diesem Psychologen. Ja. Habe denen natürlich genau das gleiche erzählt wie dir, wie der Stand ist, wie es bei mir abläuft, dass ich überhaupt keine Lust darauf habe, mich von irgendwelchen, auf Deutsch gesagt, widerlichen Typen mich da ankrapschen zu lassen. Und dem habe ich das auch so erzählt, ne? Und dann muss ich da auf dieses, also das Sofa, das kann man gleich vergessen. Es gibt kein Sofa, es gibt da einen ganz normalen Stuhl. Alle denken, das ist irgendwie ein Klappstocker-Doktor. Das ist überhaupt nicht, im Gegenteil. Also es ist wirklich ein sehr... Okay, also das ist eine ganz normale, nette Gesprächssituation. Genau, auf jeden Fall... Mit dem Effekt, dass du nicht mehr hingehst. Nein, das stimmt nicht ganz. Ah. Ich mache keine Gangbang-Partys mehr. Sondern? Also ich gehe noch, also einmal eine Woche gehe ich in den Club und dann kennen die kennen mich ja natürlich alle da, was die letzten paar Monate, das letzte halbe Jahr, dreiviertel Jahr abgelaufen ist. Und dann sagen die, ey Karin, machst du heute wieder Gangbang-Party? Ich sage, nee, ich muss das nicht haben, dass ihr Kerle, nur weil eine Frau da mal gelegen hat, ne, dass ihr einfach euer Gummi rüberzieht über euren Punkt-Punkt und dann einfach reinsteigt. Ihr wisst gar nicht, was ihr manchmal Frauen damit antut. Ihr wollt einfach nur euren, ja, wie sagt man so? Okay, aber es gibt ja nun, muss auch sagen, dass es auch genügend Frauen gibt, die das spaßig finden und toll finden. Ja, eben. Ja, und so kann man das ja nicht über einen Kamm scheren. Genau, nein, kann man nicht über Aber du hast jetzt, was war jetzt eigentlich der Grund deines Anrufes nochmal? Ich freue mich, dass du es erzählst, aber du hast sicher noch eine andere Motivation gehabt. Habe ich auch. Also ich wollte einfach nur nochmal sagen, dass es mir eigentlich im Moment richtig gut geht, dass ich diesen Psychologen habe. Ja. Also ich habe das von alleine abgebrochen und er hat zu jeder Zeit zu mir gesagt, Karin, wenn du irgendwelche Probleme hast, ruf mich immer wieder an, ich bin immer für dich da, egal welche Uhrzeit und alles. Und wenn du meinst, du musst noch einmal eine Woche in den Swingerclub gehen, tu es, ich tue es auch. Ich gehe einmal eine Woche hin, mache meine Sauna, Solarium. Wenn ich Lust habe, mit jemandem Sex zu haben, habe ich das. Wenn ich es nicht habe, ein guter Fortschritt. Bitte? Ein guter Fortschritt. Ja. Ja. Ne, kann man sagen. Also ich wollte einfach nur sagen, ich habe ja gesagt damals, ich melde mich bei dir. Ja. Und vor allen Dingen bei deiner super, super lieben Grüße auch an deine Psychologin Elke, das ist wirklich super. Ja. Und einfach nur Danke sagen, dass es euch gibt. Das ist ja super nett. Freut mich wirklich sehr. Denn es sind so viele Geschichten, die wir hier hören, von denen man hinterher dann nichts mehr hört. Und da ist ja jetzt gar nicht so viel Zeit vergangen. Und dann jetzt schon so einen schönen und guten Erfolg zu erfahren, ungefähr 3 Monate ist einfach klasse. Also kein Gangbang mehr, ab und zu mal ein bisschen Swingerclub, ein bisschen Sex, wenn du Bock drauf hast. Gut, es gibt ja überhaupt nichts dagegen zu sagen, Swingerclub. Nein! Jeder normale Mensch geht heutzutage hin. Naja, jeder normale Mensch nur auch nicht, aber... Naja, aber die Leute, die ich so kenne halt von einem Club, die finden das einfach absolut normal. Ja. Und, Weißt du, was verrückt ist? Ich kenne in meinem Bekanntenkreis, ich überlege gerade mal so, keinen einzigen, der in einen Swingerclub geht. Ich würde jetzt sagen, komm, ich lade dich mal ein, aber... Nee, die Einladung kriege ich auch nicht. Dann weißt du mal, wie das da abgeht. Ja, ich kann es mir schon vorstellen. So, Karin, ich freue mich, mit dir gesprochen zu haben, das nochmal gehört zu haben. Und hoffe, dass es weiter dir doch so passabel gut geht. Und weiter so, sage ich ganz einfach. Ja, wir wollen das Beste hoffen. Alles Liebe, alles Gute. Okay, und sag den anderen Leuten, wenn sie jetzt mitgehört haben, wenn die auch sowas haben, so Probleme mit Ex-Mann oder so, es ist einfach nicht wert, seinen Körper da hinzuschmeißen und sagen, mach mal und gut. Es hat keinen Wert. Sehe ich auch so. Es hat wirklich keinen Wert. Sehe ich wirklich so. Es kostet nur Nerven. Genau. Es kann die Arbeit kosten, Familie und. Es hat keinen Wert. Karin, alles Gute. Wenn eine Beziehung auseinandergeht, Kopf hoch und immer weiter. Es geht weiter. Obwohl es wehtut, ich weiß das, okay? Tschüss, Karin. Also, einen schönen Tschüss. Abend. Tschüss. Schön, dass es euch gibt. Danke. Dankeschön, tschüss. 0800 220 5050, unsere Telefonnummer, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt. Hier ist Mario. Mario ist 34 Jahre alt. Hallo. Ja, hallo Jürgen. Hallo Mario. Ja, ich bin gerade ein bisschen aufgeregt, dass ich überhaupt mal durchgekommen bin. Ne? Ja, aber nun sind wir da. Ja, also mein Thema ist eigentlich, dass bei mir so langsam die Bordellsuche zersucht werden. Die Bordellbesuche? Ja. Mhm. Wie oft gehst du denn ins Bordell? Na, erst seit diesen Jahres, also... Ich jetzt erklären, also ich hatte ewig überhaupt keine Frau, so mal ein bisschen küssen und so eine Sachen, wisst ihr? Ja. Und dann habe ich das mal ausprobiert. Ja. Wann? Zum ersten Mal? Dieses Jahr, endlich so im Februar, glaube ich, habe ich das mal ausprobiert. Ja. Und war das so, sag ich mal, in etwas längeren Abständen, mal so 3 Wochen, 4 Wochen. Mhm. Und nun mittlerweile wird es dann aber halt immer kürzer irgendwie, also dass ich so
dann auch, wenn ich Anfang des Monats Geld habe, dann auch nicht mehr aufhören kann. Und bis zu Geld fast alles. Wisst ihr, ich meine? Wie viel, ja, verstehe ich. Wie viel lässt du jedes Mal da? Hm? Wie viel lässt du jedes Mal da an Geld? Ja, also ist ja nicht, in dem Sinne geht ja nicht in Deutschland, weil ich wohne ja in einer Grenzregion. Ich höre es schon. Und da ist es dann halt... Berliner, ne? Ein bisschen billiger. Ja, nee, Frankfurter. Ah ja. Das ist dann halt ein bisschen billiger, weißt du? Ja, wie viel kostet es? Kostet 50 bis 55 Euro die Stunde. Naja, immerhin, ne? Ja, und dann gibt man den Frauen noch was aus. Man will ja nicht ganz so kleinlich sein, ja. Weißt du, ich meine? Also du fährst dann rüber in nach Tschechien? Nee, nach Polen. Nach Polen. Mhm. Genau, was rede ich? Auf wie viel Besuche bist du, hast du es mal über den Daumen zusammengefasst, schon gekommen in diesen Monaten? Das ist jetzt schon eine ganze Menge eigentlich, also müsste ich jetzt lügen, also in der Zeit seit Februar bis jetzt bestimmt schon 10 Stück ungefähr. Ja. Reicht glaube ich gar nicht, aber. Ja. Ja, bitte. Manchmal bin ich ja dann nochmal zurück, Geld überholt nochmal hin und wisst ihr, ich meine? Ja, verstehe. Ich gehe mal davon aus, dass du auch nicht so super viel Kohle hast. Nicht unbedingt. Nicht, aber nee. Bisher, also finanziell ging das noch bisher so? Also ich musste noch keine Schulden machen. So ja. Nee. Ich habe das immer so, aber ich musste dann den Rest des Monats immer relativ knabbern, sag ich mal. Ja. Also. Immer geschützt? Ja, das auf jeden Fall. Ja. Das auf jeden Fall. Ja. Na, Gott sei Dank. Nee, also, das muss ja nur noch nicht sein. Wie lange bist du schon eigentlich Single und Solo? Na, Single bin ich so von der Sache her richtig Single seit 97. Oh, das ist eine lange Zeit. Ja, aber dann so war zwischendurch ab und zu mal was, aber halt nicht festet und so, ne? Das ist das genau das Stichwort. Es war zwischendurch mal ab und zu was. Ja, aber alle zu, also mehr so mal ein One-Night-Stand oder mal so ein Abschleppen. Genau, darauf wollte ich jetzt gerade hinaus. Wieso versuchst du nicht ganz normal Frauen kennenzulernen? Warum muss es eine Prostituierte sein? Das ist eine gute Frage, das weiß ich auch selber nicht. Das funktioniert irgendwie nicht. Ich weiß nicht warum, aber... Und es ist einfach bequemer, da weiß man, da fährt man hin, da legt man ein bisschen Geld hin. Bequemer, aber ich finde einfach in dem Sinne keine in der Gegend, wo ich sagen würde, die will ich jetzt als feste Freundin haben, weißt du, was ich meine? Na gut, aber es geht ja gar nicht um feste Freundin, es geht ja erstmal um Sex. Das heißt also auch für so One-Night-Stands ist es nicht möglich, da schnell was zu kriegen bei dir. Also angefangen hat es eigentlich damals, dass ich mich in der Disco geärgert habe, dass einige deutsche Mädels ziemlich daneben und hochnäsig waren, wisst ihr, was ich meine? Ja. Und das hat mich geärgert und dann hat gesagt, jetzt fahre ich aus Trotz darüber und probiere das einfach mal. Und zeigst es den deutschen Mädels mal, was du da drüben findest und kannst. Und dann ist das irgendwie, ein Selbstläufer geworden, so von der Sache her, ne? Ja. Hast du denn nicht auch die Sehnsucht nach einer richtigen Beziehung? Auf jeden Fall, Also ich hatte auch mal mit ihnen, also mit der hat ja noch mehr gesprochen als wir alles andere und die hat auch zu mir gesagt, du suchst nicht Sex, du suchst Liebe, hat die zu mir gesagt. Ist es denn so für dich, wenn du dann bei einer Prostituierten drüben warst, dass du danach dann mit einem so befriedigt guten Gefühl nach Hause fährst oder ist es immer so ein schaler Beigeschmack? Teils. Also ich hatte auch schon mal eine, da habe ich dann auch gesagt, da lasse ich es, weil die hat mir leid getan, wisst ihr, ich meine? Also, weil die, glaube ich, auch machen musste und die hat mir das doch ehrlich und offen gesagt und so. Und da habe ich dann bloß mal als ein Kumpel mitgekommen und ich habe dann bloß mit ihr was getrunken und er ist dann mit einer anderen weg. Und ich habe mich mit ihr nur unterhalten, weil die hat mir einfach irgendwie auch leid getan. Also, ich weiß auch nicht warum, aber halt den Abend dann ja nicht gemacht. Da habe ich dann bloß so an der Bar gesessen und mit ihr gequatscht, wisst ihr, also. Das kommt auch vor. Also. Wenn du Sex mit einer normalen Frau, in Anführungszeichen, hast, bei einem One-Night-Stand und mit einer Prostituierten, was ist der Unterschied für dich? Na, der Unterschied ist eigentlich in dem Sinne, dass man, sag mal, den Professionellen in dem Sinne nicht sagen muss. Also die wissen eigentlich schon, sag mal, was sie... Die wissen, wo sie anfassen müssen, ja, wie es geht. Genau. Und die Tatsache, dass den Frauen das... dass das für die ein Job ist und dass die dabei keine sexuelle Lust haben in der Regel, das ist dir egal? Na, egal ist mir das eigentlich auch nicht. Also ich habe jetzt auch mit Ena ein bisschen Kontakt, die hat mir auch ihre Handynummer gegeben und ab und zu tun wir mal eine SMS schreiben und so, was ich eigentlich auch schon ziemlich seltsam finde, aber... Das stimmt, ja. Ja, ja, ich weiß es nicht, also, weißt du? Also, Mario, also bei solchen Sachen, die du sagst, das wird allmählich zur Sucht, ne, sagst du. Ja. Das ist natürlich genau an dir, diese Sucht zu unterbrechen.
Und es ist ja noch relativ frisch, das Ganze. Ich dachte schon, du würdest mir es von 3, 4, 5 Jahren erzählen. Es sind erst ein paar Monate. Du bist ja Herr deiner selbst, kannst ja auf die Bremse drücken. Ich glaube nur, dass wenn man das zu lange laufen lässt, dass man dann auch in irgendeiner Weise seine eigene Sexualität kaputt macht. Und es sehr schwierig ist, dann Anschluss zu finden an eine gewisse Normalität, wenn du auf normalem Wege eine Frau kennenlernst. Das tue ich langsam auch, ja. Ich glaube, dass die Gefahr einfach besteht, wenn man zu oft zu Prostituierten geht und das wirklich dann zu einer Sucht wird, da geht man nicht unbeschadet raus. Das ist, glaube ich, nicht gut für die eigene Sexualität. Ja, und ich muss nur sagen, die letzten 3 oder 4 Male, wo ich da war, ich auch immer bloß eh und dieselbe genommen, weißt du, wie ich meine? Also mit der ich da nur so ein bisschen angebandelt, kann man auch nicht sagen, aber... Setz lieber deine Energie da rein, in deine Umgebung. Ich meine, so klein ist es ja auch nicht, Frankfurt an der Oder. Ja, aber das ist aber schwierig, da jemanden... Okay. Dennoch, ist die Alternative nicht, jetzt jede Woche da ein paar Mal zur Prostituierten zu fahren. Setz die Energie rein, dass du eine Frau findest. Und du suchst ja, du hast es ja gerade richtig gesagt, du suchst ja Liebe. Letztendlich suchst du eine Beziehung. Das stimmt allerdings, ja, ist auch so. Ja, und das ist halt schwierig, das fällt nicht vom Himmel. Manchmal muss man lange warten. Ich meine, du wartest schon sehr lange, ist mir schon klar. Verdammt lang sogar schon. Ja, weil immer noch nicht die richtige für mich, also in dem Sinne... Weißt du, welche Gefahr besteht? Dass man dann auch in so ein Ritual reinkommt. Man hat es ja einfach. Man setzt sich ins Auto, fährt da rüber und hat seinen Sex. Und bemüht sich vielleicht gar nicht mehr um andere Sachen. Und bemüht sich vielleicht gar nicht mehr um Frauen. Ja. Und das ist der Strudel, in den du da reingerätst, wenn du dich jetzt da zu sehr gehen lässt. Obwohl es mir manchmal ja gar nicht mehr so sehr um den Sex geht, sondern einfach nur um die Nähe zu einer Frau, weißt du, ich meine? Also, ich verstehe, umso trauriger eigentlich, ne? Umso trauriger. Man, im Endeffekt passiert es dann zwar immer, aber eigentlich ist es so mehr... Geh auf die Suche nach einer Frau. Nutze auch andere Medien, das Internet oder die Zeitungen oder weiß ich was. Versuche aus dieser Ecke rauszukommen. Ja, ich bin ja eigentlich auf dem besten Weg und habe mir auch eigentlich gesagt, ich lasse es so mal langsam und so. Ja. Und du hast ja angerufen, wir haben darüber geredet, hast dir eine Meinung von außen geholt. Das sind ja alles so kleine Mosaiksteinchen, die auch dann zu einer Entscheidung bei dir führen irgendwann. Ja, weil es ist ja für mich auch nicht bloß eine Geldfrage, sondern es ist ja eigentlich auch so eine emotionale Frage generell, wie du auch sagst. Ja, Weil irgendwie... Ich wünsche dir, dass du bald eine richtig tolle Frau triffst und findest. Ja, das wünsche ich mir schon lange, aber... Fahr die Sache mit den Prostituierten unter. Tu es, Mario. Es ist hundertprozentig gut für dich und dein Leben. Ganz sicher. Und für den Geldbeutel auch. Wird auf jeden Fall. Alles Gute und viel Glück. Okay. Tschüss. Liebe, tschüss. 0800 220 5050. Wenn ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt, dann ruft an. Und angerufen hat auch die Franzi. Und Franzi ist 21. Hallo, Franzi. Ja, hallo. Hallo. Dein Thema, Franzi. Weswegen hast du angerufen? Ja, es geht darum, dass ich einen Freund habe seit einem Jahr und... er einen besten Kumpel hat, einen besten Freund, schon seitdem er klein ist und er, seitdem ich mit meinem Freund zusammen bin, schon versucht, mich anzumachen und es auch zweimal geschafft hat. Der Kumpel? Richtig, genau. Der Kumpel hat versucht, dich anzumachen? Er hat mich versucht anzumachen und hat es auch geschafft. Er hat es geschafft? Ja, leider. Was heißt denn das? Ist da was gelaufen oder wie? Ja, wir haben uns geküsst und das zweite Mal fast zusammen geschlafen und Was heißt denn fast zusammengeschlafen? Ihr wart schon nackt. Richtig, kann man sagen. Ja. Genau. Es fehlte nur noch der letzte Schritt. Genau, so sieht es aus. Und mir geht es einfach darum, dass ich einfach nicht weiß, wie ich damit umgehen soll. Mhm. Ob ich ihm das sagen soll oder nicht. Deinem Freund. Genau, richtig. Wie er damit umgeht, wenn ich ihm sage, weil ich will ihn auf gar keinen Fall verlieren. Was ist denn das für ein Ding zwischen dir und diesem Kumpel? Ist da eine leichte Verliebtheit oder ist da eine sexuelle Anziehungskraft? Überhaupt nicht. Auch nicht? Das ist ja das Problem. Also da ist kein Verliebtsein und keine sexuelle Anziehungskraft? Nein. Warum machst du es denn dann? Tja, das weiß ich eben auch nicht und das ist mein Problem. Ich weiß nicht, warum ich sowas mache. Ja komm, dann denken wir es gemeinsam drüber nach. Warum machst du es denn dann? Also wenn das jetzt ein absolut geiler Typ wäre, kann man ja nachvollziehen, dass einem das passiert. Ich sag mal, er ist nicht hässlich, auf jeden Fall. Ja gut, aber es ist, man kann auch auf ihn verzichten, sagen wir es so. Ja, doch, kann ich schon, auf jeden Fall. Warum?
Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich meine, einmal küssen kann ja auch noch passieren. War das im nüchternen Zustand? Na, fast. Na, okay. Also ich sag mal, es fing zum nüchternen Zustand an und dann ging es weiter. Okay. Wie gesagt, das kann ja dann auch mal vielleicht passieren. Sollte auch nicht passieren, finde ich. Aber okay. Genau. Aber das zweite Mal, das war dann schon eine Nummer krasser. Das war dann schon bewusst, auf jeden Fall. Ja. Nochmal, warum? Das weiß ich eben nicht. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich bei meinem Freund alles kriege, was ich brauche. Aber schmeichelt dir das, dass da ein anderer Typ ist, der dich auch toll findet? Ist das eine Frage der Eitelkeit deinerseits? Ich weiß es nicht wirklich. Es kann sein. Ich denke mal, dass es das ist. Mhm. Aber ich denke mal nicht, dass ich sowas brauche. Ich weiß es nicht. Mhm. Zu deiner Beziehung. Du hast gerade gesagt, ich kriege da alles, was ich brauche. Ja. Daraus höre ich, oder das klingt so, als würdest du sagen, ich liebe meinen Freund sehr. Ja. Ich finde, das ist ein toller Mensch. Mhm. Und ich habe auch schönen und guten Sex mit dem. Richtig. Alles würdest du dick unterschreiben. Mhm. Würdest du? Ja. Franzi, dann ist das der absolute Wahnsinn, was du da machst. Auf jeden Fall. Dann ist es der absolute Wahnsinn, was du da machst, wirklich. Ich setze richtig viel aufs Spiel, auf jeden das Fall. Ist nur doof, ehrlich. Ja. Du setzt für nichts, aber wirklich für gar nichts, deine Beziehung, deine gute Freundschaft, deine Liebe, deine Verbindung zu deinem Freund aufs Spiel. Ja. Was ist es denn mit dem Kumpel? Das ist für den, der setzt ja nun auch seine beste Freundschaft zu einem Mann aufs Spiel. Hast du mit dem mal darüber gesprochen, was ihr beide riskiert? Das auf jeden Fall. Er meinte ja, und wenn er fährt sowieso nichts, meinte er sowieso. Und ja, das ist ja immer ein blöder Spruch. Naja, natürlich, klar. Aber ich bin wirklich drauf und dran, ihm das zu erzählen. Nur ich habe, wie gesagt, Angst, dass ich ihn dadurch verliere. Was natürlich auch bestimmt der Fall sein wird, wenn ich erzähle. Ja, nochmal gefragt, der Kumpel, ist der in dich verliebt? Nein. Auch nicht? Nein, das weiß ich ganz genau. Ist es bei dem also ganz profane Geilheit? Wahrscheinlich. Also eher als bei dir? Eher als bei dir? Ja. Mhm. Du bist seit einem Jahr mit deinem Freund zusammen. Wann ist das erste Mal diese Kussgeschichte gelaufen? Wie lange wart ihr da zusammen? Da waren wir ungefähr 7 Monate zusammen. Mhm. Mhm. 6, 7 Monate. Das heißt, es kommt auch durchaus vor, dass ihr euch zu dritt trefft. Ja. Und dann ist es ja völlig, völlig verquast. Für dich emotional wahrscheinlich, ne? Weil du ein schlechtes Gewissen hast und. Richtig. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich gucke ihn an und gucke ihn gar nicht mehr an. Also ich gucke ihn kurz an, gucke dann wieder weg. Mhm. Und frage ihn, wenn sein Freund auf Toilette ist, frage ich, wie soll es jetzt weitergehen? Ich möchte nicht. Und ja, aber ich finde es so toll. Und dann sage ich, es geht aber nicht so weiter. Und ich möchte gerne mit meinem Freund darüber reden. Dann sagt er, nein, das geht auf gar keinen Fall. Ich verliere dadurch meinen besten Freund. Mhm. Und so weiter und so weiter. Mhm. Also du hast dem schon klar gesagt, dass du es nicht möchtest. Ja. Mhm. Könntest du es auch abbremsen und könntest du dem Ganzen ein Ende setzen, wenn du es deinem Freund nicht sagen würdest? Oder brauchst du das so als Druck für dich selbst? Das brauche ich nicht. Ich habe eigentlich, ehrlich gesagt, denke ich mal, dass es bei mir so ist, dass ich Angst habe, dass man mich dadurch einfach, dass man mich da, ich sag mal so, berlinerisch gesagt, verpfeift. Dass dann derjenige sagt, ja, pass auf, du hast jetzt das und das mit mir gemacht. Mhm. Wenn ich deinem Kumpel erzähle, ein Freund glaubt seinem besten Freund mehr als einer Freundin, denke ich mir. Ich weiß es nicht. So, das ist eine ganz, ganz entscheidende Frage. Ja. Wie stark ist dein Gewissen? Ist das so stark, dass du sagst, eigentlich kann ich nur mit meinem Freund richtig wieder schön und entspannt zusammen sein, wenn ich es dem sage? Oder ist das Gewissen schon stark belastet, aber wäre für dich auch ein Modell denkbar, dass du dich einigst mit dem Kumpel, dass ihr wirklich endgültig Schluss macht und dass ihr beide einfach Schweigen vereinbart, weil so viel ist ja auch noch nicht passiert, aber verbunden mit dem festen Vertrag, dieses wird nie wieder passieren. Welche beiden Möglichkeiten wären denkbar für dich? Oder am liebsten? Eher das Zweite. Eher das Zweite. Ja. Also nicht unbedingt gleich auspacken. Nein. Mhm. Mhm. Ist denn der Kumpel so drauf, dass der wirklich dann auch sich auf so eine Abmachung einlassen würde? Ich hoffe es. Mhm. Ich meine, er riskiert ja auch sehr viel. Ja. Er riskiert auch sehr viel. Mhm. Du kannst es ja, ich meine, du kannst es ja letztendlich für dich auch zweigleisig fahren, Franzi. Auf jeden Fall, dass du jetzt mit dem Kumpel von deinem Freund
diesen definitiven Schlussstrich ziehst. Definitiv. Ja. Und erstmal deinem Freund nichts sagst. Nun, daraufhin habe ich halt Angst, dass er dann meinem Freund Bescheid sagt, pass auf, deine Freundin ist so und so, mach die Finger von der, weißt du, weil er kennt ihn halt schon von Kugelkasten auf. Ah, das meinte ich ja vorhin. Also da bist du dir doch nicht so sicher, ob der dann... Ja. Das ist halt mein Problem und... Gut. Ich will halt auch zu meinem Freund ehrlich sein, aber nur in der Hinsicht, ich weiß echt nicht, was ich machen soll. Ja. Ja. Also eine berechtigte Überlegung, finde ich. Ja. Dann müsste man schon wirklich die Flucht nach vorne ergreifen und sagen, pass auf, so und so ist es passiert. Genau. Es ist ja noch nicht so richtig schlimm, was passiert. Nee. Es ist ja noch alles zu verbuchen unter, also das kann man ja eigentlich verzeihen. Vor allen Dingen, wenn jemand reuig dann kommt und sagt, pass auf, das ist passiert, es tut mir irre leid, ich bin weder verliebt in den, noch finde ich den besonders attraktiv, sexuell, es ist einfach irgendwie passiert. Ich sag's dir jetzt, es tut mir wahnsinnig leid, aber ich muss es dir sagen. Da würde ich auch keine Rücksicht dann nehmen auf den Kumpel, das hat der auch selbst mit sich eingebrockt. Ja, ne? Dann mach es so, Franzi, wenn du dabei letztendlich ein rundherum besseres Gefühl hast und dann bist du wirklich auf der ehrlichen Seite, du bist nicht erpressbar, niemand kann dich unter Druck setzen und du hast die Wahrheit gesagt. Und wie gesagt, es ist auch noch nicht so ganz viel Schlimmes passiert. Zum Glück, ja. Sag's ihm. Werde ich machen, Du kennst ihn, wie schätzt du es ein? Gibt es erst ein Donnerwetter und dann verzeiht er oder wie? Nein, er wäre eher ruhig und würde sagen, dann lass mich jetzt erstmal ein, zwei Wochen in Ruhe und dann können wir uns gerne wieder unterhalten. Ich denke mal, dass das so sein wird, was die ein, zwei Wochen bestimmt sehr hart für mich machen wird. Okay, gut, dann das musst du aber ausbaden dann. Ne? Naja, natürlich, klar. Ja. Sprich mit ihm, sag's ihm. Ich finde ja. Jetzt im Zuge des Gesprächs finde ich... ist das die bessere Lösung, glaube ich. Denke ich auch. Ja. Dann viel Glück und toi, toi, toi. Das ist ganz nett, danke. Wenn das eine gute und solide Liebe ist, wird die das aushalten, bin ich sicher. Hoffen wir. Alles Gute. Okay, ich danke. Tschüss. Ja. Ciao. Marlene, 18 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo. Hallo Marlene. Dein Thema. Also, ja, mein Problem ist, ich bin eben 18 und mein Freund ist 40 Jahre älter. Wow, 40 Jahre älter. Ja, und ich bin jetzt mit ihm seit 3,5 Jahren zusammen. 58? Ja. Und Wie? Seit 3,5 Jahren? Ja. Und er ist eben verheiratet. Seine Frau... Stopp, wir rechnen mal zurück. 3,5 Jahre, da warst du 14,5. Ja. Als ihr euch kennengelernt habt. Ja, wir haben uns eigentlich am 15. Geburtstag kennengelernt. Ja, wo habt ihr euch kennengelernt? Da war ja auch schon... Ja, wir fahren jedes Wochenende nach Holland und... Wir sind Nachbarn. Ach so. Und dann kam das irgendwann. Mhm. Und das Problem ist eben, seine Frau ruft bei mir zu Hause an oder auf mein Handy. Sagt, wenn ich nicht einmal mit ihrem Mann zusammen bin, dann bringt sie mich um. Und schreit auf dem Campingplatz nur rum und all sowas. Also das Ganze ist rausgekommen irgendwann? Ich hab's ihr gesagt, ja. Du hast es der Frau gesagt? Ja, wir waren beste Freundinnen. Die Frau von ihm und du? Ja. Aber ist ja auch ein bisschen ungewöhnlich. Die ist ja wahrscheinlich auch in seinem Alter, ne? Ja, mein Freund und ich, wir kennen uns jetzt ungefähr 10 Jahre und immer an meinem 15. Geburtstag hat es gefunkt. So hast du es gesagt, ja. Aber beste Freundin ist man ja eigentlich so eher, wenn man so ungefähr gleichaltrig ist. Oder nicht ja, unbedingt, aber so eine Riesenspanne ist ja doch ungewöhnlich. Ja, keine Ahnung. Wie alt ist denn die Frau? Sie ist auch 58, aber wir haben uns eben super gut verstanden und... super mega großes Vertrauen gehabt in alles. Ja, also war es eher so eine mütterliche Freundin vielleicht auch? Jein, also... Na gut, aber ihr habt euch gut verstanden. Ja. Und dann hast du sie ja irgendwann gebeichtet und hast gesagt, hier, ich habe... Ja, ich war in Holland arbeiten auf dem Markt und meine Mutter rief an und sagte, sie macht hier nur Palaver, weil sie meint, sie merkt sie weiß irgendwas. Und dann bin ich vom Arbeiten nach Hause gekommen. Mhm. Und mein Freund war nicht da, der war noch arbeiten. Und dann habe ich ihr eben ins Gesicht gesagt, dass ich mit ihrem Mann... zusammen bin. Ja. Und dann ist sie voll ausgerastet. Ja. Da mussten 3 Leute sie festhalten, damit sie mich nicht zusammenschlägt. Mhm. Und das Problem ist eben, er wohnt in Holland. Ja. Und mit den ganzen Morddrohungen, meine Eltern haben mir jetzt so ein Pfefferspray gekauft, weil ich habe riesige Angst vor ihr und ich bin am Überlegen, ob ich zur Polizei gehen soll. Du wohnst in Deutschland? Ja. Jetzt seid ihr kein... Du hast gerade gesagt, wir sind Nachbarn. Wir waren Nachbarn. Ja, in Holland auf dem Campingplatz. Ach, auf dem Campingplatz. Mhm. Ja. Mhm.
Als du ihr das gesagt hast, wie lange wart ihr da schon zusammen? Ein Jahr. Ein Jahr. Also warst du auch erst 16? Ja. Mhm. Und ich habe an ihrem Hochzeitstag mit ihrem Mann geschlafen. Mhm. Und das hat sie gesagt, verzeiht sie mir nie. Und also der ganze Campingplatz weiß es jetzt. Mhm. Und wie sieht denn diese Beziehung überhaupt aus? Du bist 18 Jahre alt, er ist 58 Jahre alt. Er ist verheiratet, ist in festen Händen. Wie und wann? Bitte? Er hat zu ihr selber gesagt, ich liebe dich nicht. Ich liebe Marlene und... Okay, das ist das nächste Thema. Sie hat mir im Gesicht gesagt, ich bin nur mit ihm zusammen wegen dem Geld. Meine Frage war gerade aber noch eine andere. Wie lebt ihr das? Wo und wann trefft ihr euch? Bei mir zu Hause oder eben auf dem Campingplatz. Aber da ist die Frau dann auch? Die kommt nicht mehr, aber ab und zu kommt sie schon, dann schreit sie mich wieder an. Und bei dir zu Hause, hast du eine eigene Wohnung? Nein, ich wohne noch bei meinen Eltern, aber die wissen das. Das heißt, er kommt dann auch zu euch dann nach Hause, ins Haus oder in die Wohnung? Ja, ja. Und deine Eltern wissen und dulden das auch? Ja, ja, weil meine Mutter hat gesagt, ich möchte ein offenes Verhältnis mit dir haben, weil ich will, dass du mir alles sagst und nicht die ganzen Probleme in dich reinfrisst. Ja, und das befremdet deine Eltern nicht, dass du so einen extrem viel Elternfreund hast? Am Anfang schon, aber jetzt sagen sie auch schon Schwiegersohn zu ihm. Also sie haben keine Probleme damit. Ist denn der Schwiegersohn älter als meine Mutter, aber jünger als mein Vater. Ah ja, na immerhin. Ist ja schon mal ein Anfang. So, aber jetzt ist das ganz große Problem, ist irgendwie gar nicht mal der Altersunterschied für dich? Nee. Du fühlst dich in dieser Beziehung wohl? Ja. Kommst dir nicht vor wie so das kleine Mädchen, die Tochter, Tochterersatz? Eigentlich nicht. Nee, weil... Wir haben 99% die gleichen Interessen. Ich bin mit ihm arbeiten gegangen, sein Chef weiß es und jeder weiß es eigentlich. Lass mich mal gleich dazwischenhaken. Kann man, ist das möglich, dass ein 58-Jähriger die gleichen Interessen hat wie eine 18-Jährige? Das ist komisch, klingt komisch, es ist aber so, weil er hat ein Boot, wir gehen gerne segeln. Mhm. Er liest auch Donald Duck und sowas. Er hört die gleiche Musik wie ich und wenn wir irgendwas unternehmen wollen, er ist Coach beim Handball, ich spiele hobbymäßig auch Handball. Ja. Das kam aber nicht durch ihn. Aber ist das zum Beispiel nicht ganz seltsam, wenn ihr beiden in eine Disco wollt und du gehst mit ihm und der Türsteher sagt, nee, den Papa lassen wir nicht rein, oder wie? Das hatten wir schon mal und da habe ich ihm gesagt, das ist mein Freund und wenn er nicht rein darf, gehe ich nicht mit rein. Dann hat er mich reingelassen. Und? Die Leute gucken einen dann schon komisch an und dann habe ich auch gesagt, tut mir leid, das ist mein Freund, ich stehe dazu. Und dann durfte der Freund dann auch mit rein? Er durfte mit rein. Er durfte mit rein, ja. Wisst ihr, früher war es umgekehrt. Früher haben die Älteren die Jüngeren mit reingeschleust. Jetzt ist es schon so. Okay, also die Beziehung ist für dich glücklich. Ja. Altersunterschied kein Problem. Abgesehen davon, dass die Leute die Nase vielleicht ein bisschen rümpfen und immer wieder erstaunt sind, hä, das ist dein Freund und so weiter. Ja, mir ist es eigentlich egal, was die anderen denken, weil es ist eigentlich mein Leben. Und er hat 13 Geschwister. Ich meine, die mischen sich alle in sein Leben ein, beziehungsweise auch in meins. Ja. Schreien mich an, er wäre ein pädophiler Arsch und ich wäre eine Hure. Und dann habe ich ihnen auch mal ganz klar klipp und klar ins Gesicht gesagt, sie sollten nochmal im Lexikon nachgucken, was es ist. Mhm. Also ich muss ja schon ehrlich sagen, mich macht das schon auch stutzig, wenn ein Mitte-50-Jähriger eine Beziehung mit einem 14,5-jährigen Mädchen anfängt. Da gehen bei mir eigentlich auch alle Warnbirnen ein. Mittlerweile bist du aber 18 Jahre und das ist nun kein Thema mehr. Ja. Es war am Anfang war es auch eigentlich mehr nur Freundschaft und daraus hat sich dann durch einen Zufall Liebe ergeben. Mhm. Also, dass da eine pädophile Neigung ist, also eine Neigung zu sehr viel jüngeren Mädchen in deinem Fall, ist ja nicht abzustreiten. Nee, aber ich habe mal auch mal nachgelesen, was ein pädophiler Mensch ist, weil ich es auch nicht wusste, ehrlich gesagt. Ja. Und bei mir steht eben überall drin, dass sie pädophile Menschen mit jüngeren Mädchen oder Jungen Geschlechtsverkehr haben, aber die Jüngeren es nicht wollen. Ja, das ist natürlich in eurem Fall alles. Da müssen wir gar nicht weiter drüber reden. Du bist jetzt eine junge, erwachsene Frau und das ist deine Entscheidung jetzt, mit wem du zusammen bist und du sagst, du magst diesen Mann und ihr seid glücklich miteinander. Ne? So ist es. Problem war aber jetzt die Ehefrau von ihm. Ja, genau. Die dreht völlig durch, wie du es gerade beschrieben hast. Ja, die dreht voll am Rad. Die ist nur am Beschimpfen. Mhm. Und ich habe auch ehrlich gesagt Angst vor ihr. Mhm. Was ich jetzt nach außen hin nicht so zeige. Mhm. Aber jetzt ist für mich aber die ganz entscheidende Frage.
da ist ein 58-jähriger Kerl. Was ist denn mit dem los? Hat er denn so wenig Feuer im Hintern, dass der nicht sein Leben regelt, wenn er sich schon mit einer so viel jüngeren Frau einlässt? Oder überhaupt mit einer anderen Frau, ist ja egal, wie alt die ist. Wieso regelt er sein Leben dann nicht vorher? Wieso trennt er sich nicht vorher? Weil er auch Angst vor ihr hat. Sie hat gesagt, wenn du mich verlässt, dann bringe ich mich um. Gut, aber ich meine, für diesen Problematiken stehen ja 1000 Pärchen immer wieder, dass einer dem anderen irgendwas androht. Das ist ja keine Situation, sich dann dem zu fügen, nur weil der Partner irgendwelche Drohungen ausspricht. Nee, und ich weiß, er kann mir auch nicht sagen, warum, aber ich weiß nicht, warum er sich nicht von ihr trennt. Er hat mir offen ins Gesicht gesagt, er liebt sie nicht mehr. Mhm. Er hat seit 5 Jahren nicht mehr mit ihr geschlafen. Mhm. Er wird es auch nicht mehr machen. Ja. Er hat auch Angst um seine Kinder, weil seine Tochter, die ist jetzt 30, die redet gar nicht mehr mit ihm. Mhm. Ich meine, okay, sie hat ihre Konsequenzen gezogen. Ich denke mal, irgendwann wird sie wieder mit ihm reden. Warum hat er Angst um seine Kinder? Dass sie überhaupt nicht mehr Kontakt mit ihm haben. Wenn er mit dir zusammen ist? Ja. Ja, aber hör mal, entschuldige, da ist es aber auch ein Feigling. Ja, ist es. Da ist es aber auch wirklich ein Feigling. Entweder er ist manns genug und entscheidet sich für diese sehr unkonventionelle Beziehung. Er 58, du 18 Jahre alt, was extrem ungewöhnlich ist. Aber dann muss er es auch durchziehen. So habe ich aber fast den Eindruck, dass er sich irgendwo so durchlaviert. Dass er nicht Fisch und nicht Fleisch ist. Dass er das mit dir irgendwie genießt, aber da von seiner Frau nicht weggeht, Angst vor seiner 30-jährigen Tochter hat und so weiter. Es spricht eben Angst, dass die Kinder nicht mehr mit ihm reden wollen. Ja, okay, aber was ist das für eine Argumentation? Wenn der dich wirklich liebt, dann muss er diese Sache durchziehen und sich auch zu dir bekennen und zu dir stehen. Da ist die Frau, ist für mich irgendwie ein bisschen nebensächlich, was die da macht und dass die Amok läuft. Er ist entscheidend. Er muss etwas unternehmen. Er muss einen Standpunkt einnehmen. Ja, nur er weiß eben nicht, wie er es ihr sagen soll. Gott im Himmel, wie alt ist er denn? Ist er 14? Ich glaube, es ist ein 14-jähriger Junge, vielleicht noch klarer sagen kann hier. Nein, aber das Problem war auch, wir waren auf dem Campingplatz vor 2 Wochen und sie ist mit dem Messer auf mich losgegangen. Und ja, aber gut, man kann ja auch den Zorn der Frau verstehen. Aber letztendlich, letztendlich ist er ursächlich schuld daran. Weil er, wie lange läuft das jetzt? 3 Jahre. Weil er 3 Jahre sowas Komisches da am Laufen hat. Weil er sein Leben nicht klar ordnet. Er ist der Schuldige an der Misere. Nicht die Frau. Ja, das sehe ich auch ein. Deswegen musst du auf ihn, finde ich schon, einen klaren Druck ausüben, eine klare Position anstrengen. Hier, pass mal auf. Es passiert vielleicht noch wirklich Unglück, wenn du nicht klar Positionen ergreifst und sagst, ich will jetzt so und so leben. Ich lasse mich scheiden von der Frau. Ich gehe weg von der, ich ziehe aus, Punkt, aus. Die Lösung für das Problem, der Schlüssel, ist dein Freund. Ja, der muss es regeln. Nicht du mit Polizei und was. Er muss sein Leben regeln. Ja, alles schön schwierig. Das glaube ich, ja. Aber vielleicht macht dir das auch mal ein bisschen klar, was mit dem Mantel los ist. Der steht nicht richtig zu dir, Marlene. Mhm. Sonst hätte der sich ja schon längst entschieden für dich. Natürlich ist es hochattraktiv, als 58-Jähriger ein 18-jähriges Mädel zu haben. Das ist sexuell hochattraktiv. Aber wenn er dich wirklich liebt, dann muss er auch alles andere auch durchziehen. Ja, auch auf man die einen Mann am besten dazu? indem man ihm dieses klar sagt und ihn auch vor die Alternative stellt und ihm sagt, pass mal auf, jetzt haben wir 3 Jahre geübt. Wenn jetzt nicht richtig endlich was passiert, bin ich weg. Mhm. Ich bin 18 Jahre alt, ich krieg genug Typen. Ja, das ist dann noch so ein Thema mit der Eifersucht, ne? Klar. Er ist nämlich super mega eifersüchtig. Na toll. Ich brauch nur einen Mann anzugucken und er rastet schon aus. Ja, siehst du, aber er kriegt nicht mehr den Hintern hoch, sich aus seiner Ehe zu lösen. Mhm. Und du darfst nicht mehr einen anderen Jungen angucken. Also, klare Aussage von mir, du hast das Recht, von ihm zu erwarten, dass er eine klare Position ergreift. Für euch, für eure Liebe, wenn es ja eine Liebe ist. Und das muss er machen. Und das kannst du von ihm verlangen, finde ich. Ganz rigoros. Ja. Marlene, alles Gute. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.
Lucia, 19. Hallo. Hallo Lucia. Luzi oder Lucia? Luzi ist in Ordnung. Luzi ist in Ordnung? Ja. Luzi. 19 Jahre alt? Ja. Und das Thema? Und das Thema ist, mein Freund meinte, er würde heute Abend mit seinen Fußballkollegen in meiner Heimatstadt ein Saufen gehen. Ja. Und da habe ich ihn gerade angerufen, ob er heute Abend noch mit zu mir kommen möchte. Und dann ist halt seine Ex-Freundin drangegangen und ja. Oh, war ja. Also Moment, du hast mit ihm telefoniert, er ist mit seinen Kumpanen unterwegs. Er meinte, er ist mit seinen Fußballkollegen unterwegs. Dabei ist er nicht mit seinen Fußballkollegen unterwegs. Er ist bei der Ex. Genau. Und die ist halt extrem weit weg in Hamburg. Aber hör mal, wie kann man denn so blöd sein und dann an das Handy von dem... Ja, keine Ahnung. Ne? Also genau das sollte man ja dann nicht machen. Ja, ich weiß nicht. Moment, jetzt beschreibt die Situation. Du hast ihn angerufen. Ich habe ihn angerufen und wollte ihn eigentlich fragen, hallo, kommst du noch mit zu mir? Ja. Wie lange willst du noch weg sein? Ja. Und dann hat sich halt die Perle gemeldet und dann habe ich halt aufgelegt, weil ich so extrem, keine Ahnung. Bist du sicher, dass du die richtige Nummer gewählt hast? Natürlich. Ganz sicher. Hundertprozentig sicher. Und die Perle hat sich mit Namen genannt oder einfach nur in die Frau, hast du nur eine Frauenstimme gehört? Ich habe eine Frauenstimme gehört und ich kann sie hundertprozentig genau. Also, ich weiß. Ach, du erkennst sie an der Stimme? Ja. Das heißt, genau. du kennst sie auch von früher? Ja, von früher auf jeden Fall. Was hat sie gesagt? Einfach nur, hallo, wer ist da oder wie? Ja, hi. Und hast du aufgelegt? Ja. Spätestens jetzt muss dein Freund auch Bescheid wissen, dass du da angerufen hast. Ja, man weiß nicht genau, aber er hat sich bis jetzt noch nicht gemeldet und das ist jetzt, was weiß ich, wie lange ich jetzt hier am Telefon... Wie kann er ihr, ich komme gar nicht drüber weg, denn das Handy geben, wie kann sie denn an das Handy gehen? Ja, was weiß ich. Frag mich doch nicht. Deswegen. Nee, aber man fragt sich das ja, was da los ist. Ja, deswegen ja. Ihr seid ein Paar, wie lange? Ein Jahr und 2 Monate. Ein Jahr, 2 Monate. Ja. Bisher alles gut gelaufen? Ja, auf jeden Fall perfekt. Perfekt. Gab es denn noch, soweit du das weißt, Kontakt zwischen ihm und der Ex? Ja, halt so freundschaftlich. Also wir haben wohl öfters was zu dritt unternommen oder halt Ach so. Mit der Clique oder was auch immer. Ah, ja. Mhm. Und wir haben uns halt wohl echt gut verstanden, weißt du. Aber halt, weiß ich nicht. Das heißt, das Heftige ist jetzt, die wohnt viel weiter weg von dir. Ja. Und du unterstellst, dass er dahin gefahren ist oder dass sie bei ihm ist. Also sie bei ihm kann ich mir nicht vorstellen, weil wenn, dann ist er zu ihr gefahren. Warum kann sie nicht bei ihm sein? Ja, weil sie am Studieren ist, keine Ahnung, ja, ist im Moment arbeitslos und deswegen, das geht nicht anders. Aha. Das hat, euch trennen jetzt wie viel, 100 Kilometer? Vermutlich. Das weiß man nicht genau. Also von Nordrhein-Westfalen ungefähr Köln, was weiß ich, wo das, also Münster, ja? Bis nach Hamburg. Bis nach Hamburg, ja. Ja. Mhm. Also ich habe seit, was weiß ich, seit heute 12 Uhr oder was weiß ich, ungefähr um so einen Dreh nichts mehr von ihm gehört. Und er meinte nur, ja, heute Abend gehe ich mit meinen Fußballkollegen saufen, dann können wir uns ja vielleicht nachher noch sehen. Ja, super. Aber auch das ist komisch, wenn er sagt, vielleicht können wir uns nachher noch sehen, dass er das überhaupt in Aussicht stellt, wenn er das vorgehabt hat, beispielsweise nach Hamburg zu fahren. Dann sagt man doch nicht, vielleicht können wir uns nachher noch sehen. Auch seltsam. Jetzt. Ne, ich will dir gerade nur so was da also für... Ja. Wann war das Gespräch? Wann hast du da angerufen? Also jetzt heute Abend oder was? Ja, als die Perle dran war. Ach, von einer Dreiviertelstunde? Ach, von einer Dreiviertelstunde. Ja. Warum hast du aufgelegt? Ja, und dann sie halt so hi und ich natürlich voll so, hallo, was mir jetzt kaputt, habe aufgelegt. Ja, warum hast du aufgelegt? Aus Schock im ersten ja, Moment. Ja, aus Schock halt. Mhm. Ja. Weil ich halt damit gerechnet habe, erst mit seinem Fußball. Ich verstehe. Mhm. Jetzt ist die Frage, was ist jetzt zu tun? Na, ja. Ne, wir mutmaßen ja noch, so richtig ist... Ich kann ja jetzt nichts feststellen, ist ja wohl klar. Aber nee, ich mein, aber man könnte ja nochmal anrufen. Ja, aber hallo, ich habe doch meine Nummer mitgesendet, deswegen, dann müsste er doch eigentlich... Egal. Zurückrufen, und, egal. Da es eine Stunde her ist und er sich noch nicht gemeldet hat, frage ich mich auch, hallo, was geht denn jetzt ab? Ja, der hat jetzt wahrscheinlich Schiss. Und aber allein von deiner Seite aus wäre es doch eigentlich spannend, nochmal anzurufen und zu fragen. Ja, dann kommst du aber wieder so rüber, als ob ich ihm hinterher renne oder was. Ich vertraue ihm nicht oder sonst eine Scheiße. Komm, naja, also ich finde völlig... Nee, Luzi. Ich finde völlig normal, das hat mit Hinterherrennen nichts zu tun. Wenn der zu dir heute gesagt hat, heute Mittag, vielleicht sehen wir uns ja heute Abend noch, ist es doch völlig normal, dass du da nochmal anrufst am Abend. Hier, kommst du noch? Und dann ist dann eine Frau dran. Und dass man dann als Mädel alarmiert ist, als Partnerin, ist doch völlig normal. Da rennst du doch noch nicht hinterher.
dann wäre es auch normal, nochmal anzurufen und sagen, hier, was ist denn da los? Wer war gerade am Telefon? Oder war sie das? Wo bist du? Aber ich finde, das kommt dann wieder so von wegen, was will denn die denn jetzt und so, die rennt mir voll hinterher, keine Ahnung, die hat kein Vertrauen zu mir und keine Ahnung, so stelle ich mir das halt vor, von ihm halt aus. Ja, aber du hast ja gar nicht gezielt nachgeforscht, ne? Die Verabredung war ja, ich komme ja vielleicht heute Abend vorbei und du wolltest mal anrufen und so ist das rausgekommen. Also ich merke es schon, du hast keine Lust, da nochmal anzurufen. Ich habe halt Angst, dass ich mich dann nachher, keine Ahnung, weiß ja wohl. So. Dass du dich da blamierst. Ja, so ungefähr. Weil du da hinterher hechelst. Ja. Naja, gut. Also wenn du es aushalten kannst, dann warte bis morgen. Das halte ich nicht aus. Scheiße. Oh Mann. Ich weiß nicht. Also ich will ja mal sagen, da gibt es wahrscheinlich jetzt gar keine objektiv kluge Lösung. Wenn ich jetzt du wäre, ne, da ich versetze mich jetzt in die Position von Luzi. Mhm. Ich würde auch nicht bis morgen warten. Ich würde gleich, nachdem ich mit dem Domian fertig bin mit dem Telefonieren, säße ich wieder an meinem Handy und würde schön die Nummer von meinem Freund wählen. Und wenn, mal gucken, wer dran ist, egal wer dran ist, ich würde reden. Wenn sie wieder dran ist, würde ich sagen, Moment mal, kann ich mal bitte meinen Freund haben? Lass dich ja nicht auf ein Gespräch mit ihr ein. Er ist dein Ansprechpartner. Ja, hallo, und dann geht er dran und sagt er, ja, bitte. Ja, und dann sagst du, was war das denn gerade? Ich habe von der Dreiviertelstunde angerufen und da war die Stimme von der so und so zu hören. Was ist denn da los? Das kannst du doch fragen. Du bist die Freundin, Mensch. Ja. Finde ich nicht schlimm. Also wirklich nicht. Ich finde es ätzend, wenn jemanden ständig hinterher hechelt und jemanden beobachtet und nur eifersüchtig ist. Aber in dem Fall finde ich das völlig normal. Finde ich nicht schlimm. Wirklich. Ja. Du bist ja jetzt alarmiert und du bist ja auch zu Recht auch sauer oder hoch misstrauisch jetzt im Moment. Ja. Wäre jeder von uns, der jetzt zuhört, wäre jetzt auch misstrauisch. Ja. Oder hast du Angst vor der Wahrheit? Ich weiß es nicht. Ja, man hat natürlich Angst. Wenn es so wäre, dass er jetzt bei dieser in Hamburg wäre, ja. Ich wüsste nicht, wie ich reagiere. Was soll ich denn dann sagen? Ja, hallo, lustig oder so? Wenn der dann sagt, ich bin in Hamburg bei der Ex, dann würde ich erstmal auflegen. Dann muss alles in den nächsten Tagen besprochen werden. Ja, das kann... Oh Gott. Ja, das ist alles sehr ätzend, ich weiß. Und man hat auch Angst vor der Wahrheit. Ist mir schon klar. Aber die Alternative ist, dass du jetzt die Nacht verbringst und grübelst. Ja, soll ich jetzt mich mit Schokolade vollstopfen? Was hast du vor? Mein Gott, das ist traurig. Ja, die Schokolade bringt ja auch keine Lösung. Ja. Ich habe ja noch immer die Hoffnung, dass sich das irgendwie aufklärt. Wer ist denn... Pass auf, wir überlegen mal. Wäre es möglich, dass er mit seinen Kumpels heute Fußball war, gucken, unterwegs, irgendwo? Ja, die waren mit Fußballclubs laufen. So, kann es sein, dass zufällig diese Ex-Freundin dazugestoßen ist? Nein. Ehrlich nicht? Ganz sicher nicht. Und dass die dann zufällig ans Telefon gegangen ist? Nein, das kann überhaupt gar nicht sein. Er hat sein Handy immer in der Hosentasche, immer. Also er würde, wenn es rangeht. Das heißt? Ich habe noch nie im Leben erlebt, also seitdem ich mit ihm zusammen bin, dass irgendjemand anderes an sein Telefon reingegangen ist oder sonst. Selbst du nicht? Selbst du gehst nicht an sein Telefon, wenn das klingelt? Nee. Mhm. Also ich meine, also er geht an mein Handy nicht, ich gehe an sein Handy nicht, weil das weiß ich nicht. Also das ist schon sehr verdächtig. Das heißt, entweder ist sie in seine Hose gegangen und hat das Handy rausgeholt. Jetzt hör auf, was redest du denn bitte? nein, oder er hat das Handy schon irgendwo hingelegt. Nein, also jetzt ganz im Ernst, ich finde, dass du anrufen solltest. Ich finde, dass du anrufen solltest. Oh Gott. Ja. Na gut, dann werde ich das machen. Ja, mach es. Du wirst es, glaube ich, so machen, auch wenn ich es jetzt nicht gesagt hätte. Ja, okay, du hast recht. Ne? Ja, ja. Ist ja auch normal, würde jeder machen, glaube ich. Ja. Aber leg nicht sofort wieder auf. Lass dir sagen, was los ist und dann kannst du auflegen. Und dann wird morgen geredet, übermorgen geredet. Du kannst einfach noch sagen, du Sau oder sowas. Kannst du auch sagen. Okay. Ist okay. Du kannst einfach mal so richtig schimpfen. Und das Richtige wird dann morgen besprochen. Naja. Mal gucken. Ich bin ja gespannt wie ein Flitzebogen, wenn du jetzt anrufst. Ruf doch mal an und wir reden gleich nochmal. Wir haben jetzt 54. Wir machen mal Folgendes. Wir beenden das Gespräch jetzt. Mhm. Du versuchst ihn sofort anzurufen. Mhm. Und meine Redaktion versucht dich gleich wieder anzurufen, okay? Okay. Vielleicht können wir gleich nochmal reden, okay? Okay, danke. Okay, bis gleich. Tschüss. Ich hoffe, meine Redaktion hat das mitbekommen, was wir jetzt schnell ausgetüftelt haben. Wenn meine Redaktion das mitbekommen hätte, könnte man mir kurz mal ein Ja auf den Kopfhörer sagen.
Wir probieren's. Das ist doch nett. Hier ist Toni. Hallo Toni, 30 Jahre alt. Ja, hallo. Toni hier. Toni, ja. Ich glaube, ich habe da ein Problem. Also ich bin da, ich weiß da nicht so genau Bescheid, aber ich glaube, ich bin pornofilmsüchtig. Du glaubst, du bist pornofilmsüchtig? Ja, guck mal, jetzt lachst du mich aus. Nein, ich lache nicht. Nein. Weißt du, warum ich lache? Weil du sagst, ich glaube, ich bin pornofilmsüchtig. Warum glaubst du das denn? Ja, weil ich glaube, dass die erste Erkenntnis da ist. Also irgendwie, weil ich ganz viele davon halt habe und ich glaube, ich komme da irgendwie nicht raus. Also, wichtige Frage ist, wie oft guckst du Pornofilme? Das Skurrile ist, ich will die alle in meinem Besitz haben. Also so oft gucke ich die gar nicht. Also ich muss die alle zu Hause stehen haben. Also das sind so... Für den Fall... Nee, nicht für den Fall, sondern irgendwie dieses Besitzen so. Also so wie vielleicht Frauen im Kaufrausch sind oder so. Okay. Muss ich die Filme haben. Das mildert das Ganze irgendwie noch ein bisschen für mich ab. Das heißt, also rein sexuell und so ist es gar nicht so nötig, sondern du willst einfach nur die Dinger da liegen haben. Genau, ich muss die in meinem Besitz haben, ist es auch sexuell nicht nötig. Ja. Ich bin halt auch so nicht ohne, also ich bin jetzt nicht irgendwie zurückhaltend oder sonst was, oder auch nicht schüchtern. Ja. Ich glaube, ich bin da so schon zu tief drin irgendwie, weißt du, also irgendwie... Wie viel besitzt du? 400. Ja, also ich hab schon mal so einen Bericht bei Wahre Liebe gesehen und da waren dann irgendwie Männer vor der Kamera und die haben sich dann auch so geoutet. Und also ich bin überzeugt davon, dass das gibt es häufiger. Also ja, also 400 ist, finde ich, auch schon eine ganze Menge. Dennoch nochmal meine Frage, wie oft guckst du denn mal rein? Einmal in der Woche, einmal im Monat? Nee, häufiger. Also ich kann aber nur sagen, dass ich ungefähr 30% von dem, was ich besitze, halt erst gesehen habe. Also ich muss die irgendwie zu Hause stehen haben. Also ach so, das ist gar nicht so, dass du dir einen neuen besorgst und dann auch den gleich erstmal anguckst. Das ist nicht so. Nee, die stelle ich zu Hause ab und wenn ich lustig bin, gucke ich mir die an und auch wenn es gar nicht nötig ist und ich muss die einfach in meinem Besitz haben und da geht auch ganz schön viel Geld drauf. Also ich habe eigentlich das glaube ich. Kein Geld für. Dennoch hätte ich gerne noch mal eine Zahl, so wenn man eine Woche so sieht, an wie vielen Tagen guckst du mal maximal 10 Minuten rein? Ja, so jeden zweiten Tag. Jeden zweiten Tag. Ja. Aber dann auch. Also es ist nicht so die Sucht, die gucken zu müssen, sondern die haben zu wollen. Ja. Also ich bin da irgendwie zu tief drin irgendwie. So Toni, jetzt bin ich in einer großen Bredouille. Ich finde es wichtig und unterhalte mich auch sehr gerne mit dir. Wir brechen das dennoch jetzt hier mal ab und rufen dich gleich noch mal an. Weil ich nämlich jetzt die Luzi dran habe von gerade. Und die Zeit rennt uns irre weg. Das heißt, du legst auf und wir rufen dich gleich nochmal an, okay? Okay, danke. Jo. Jo, ciao. Luzi. Nee, jetzt habe ich sie. Luzi. Hallo. Hallo? Luzi. Ja, bitte. Und? Das Handy ist aus. Das habe ich mir fast beinahe vorhin gedacht, dass der aufgrund der Warnung, der ist gewarnt jetzt durch den Anrufer hin, der hat das Handy ausgemacht. Ja, es ist ja total super. Was heißt denn, das ist doch scheiße. Nee, jetzt kannst du nichts machen. Jetzt musst du es aushalten. Das ist wirklich ganz bitter, finde ich. Mhm. Ist das denn üblich, dass er normalerweise ein Handy auch ausmacht? Abends oder nachts? Nein. Nee. Wenn lautlos, aber sonst hat er es immer. Ich weiß es. Vielleicht Akku leer oder sonst irgendeine Scheiße, aber. Mhm. Also die Indizien verdichten sich schon, dass da was Mieses läuft. Dass er jetzt vorgewarnt ist durch den Anruf und das Ding ausgemacht hat. Jetzt pass mal auf, jetzt sei mal tapfer für die jetzt kommende Nacht. Nein, das schaffe ich nicht. Doch, was schaffst du. Was soll ich denn jetzt machen? Schaffst du. Soll ich Schokolade? Ich weiß nicht. Ja, ist Schokolade. Es hilft nicht wirklich, aber es beruhigt ein bisschen. Ja, dann werde ich fett und fett. Nein, von einer Nacht Schokolade essen wirst du nicht fett. Oh doch. Nein, aber mach jetzt bloß keinen Blödsinn. Wir wissen ja immer noch nicht ganz genau, ob es stimmt. Ganz genau wissen wir es immer noch nicht. Es kann immer noch irgendwie vielleicht alles aufklären. Jetzt isst mal deine Tafel Schokolade in Ruhe und versuch gleich mal zu... Ich hab nicht mal Schokolade zu Hause, was ist das denn für eine Scheiße? Und versuch mal ein bisschen zu pennen nachher. Aber mach bloß keinen Blödsinn und morgen wird geredet. Wir rufen dich jetzt aber auch gleich nochmal an, um dich nochmal ein bisschen zu beruhigen, okay? Na gut. Du legst auf, wir rufen gleich nochmal an, okay? Okay. Jo, tschüss. Ah, ist das eine Aufregung hier heute. Mann. Ihr Lieben, das war's für diese Woche. Ich danke meinem Team. Ich danke Uli Karp, Wolfram Spikowski, Marco Rössler, Jens Diegel, Marco Rössler hatte ich schon gesagt, Marc Sommer, Heinrich Stanzig, Vivian Merchak und Peter Ofsianowski.
Wir sind am Montag wieder da, in der Nacht von Montag auf Dienstag mit einer freien Themennacht. Jetzt wünsche ich euch ein schönes, sonniges Wochenende. Macht's gut, bis Montag. Bye, bye. Es ist 2 Uhr. Vom Südwestrundfunk hören Sie Nachrichten. Athen. In der griechischen Hauptstadt haben